Hey Leute, was geht ab? Hier euer K-Jump. Ja, ich habe da etwas gesehen im Internet. Ein Artikel vom Standard, den werde ich auch unten nochmal verlinken, damit ihr alles nachvollziehen könnt. Den habe ich jetzt mal aufgrund der Werbung, die dort vorkam, einfach mal hier rüber kopiert und den wollte ich mit euch durchgehen. Das mache ich nicht einfach so, sondern ich habe euch ja erklärt, dass ich mich auch politisch, ja, sozusagen engagiere. Ihr seht, das ist ein zwei Seiten großer Artikel voller Wörter und Dinge. Aber um was soll es hier denn überhaupt gehen? Es geht um toxische Männlichkeit. Hier. Etwas, was ich zugegeben etwas beschissen finde. Weil, keine Ahnung, wir Männer irgendwie vorherrschend sind oder so. Ganz im Gegenteil, ich bin für Gleichberechtigung der Geschlechter, sondern wegen dem Wort Männlichkeit. Und zwar, genau wie ich gerade gesagt habe, bin ich für die Gleichberechtigung der Geschlechter und nicht eben für die Hervorhebung eines Geschlechts. Alle Geschlechter sind gleich und es gibt auch nicht nur zwei Geschlechter. Okay, so viel zum Thema. Nun, um was geht es hier? Warum ist bei dem Begriff toxische Männlichkeit nicht um Kritik am Mann geht und das Äquivalent einer toxischen Femininität nicht funktioniert. Das ist eine Überschrift der Kolumne von Nils Pickert am 4. August 2019. So, es gibt dazu auch 802 Kommentare, die wir uns eventuell später angucken können. Auf jeden Fall. Um was geht es erstmal? Im Grunde genommen geht es darum, dass gewisse, gewisse toxische männliche Verhaltensweisen, männlich hier bitte in Anführungszeichen gesehen, sehr scheiße sind und dass die eben vorgehen vom Mann gehen, ausgehen und das eben scheiße ist. Im Grunde genommen habt ihr ja recht, es stimmt. Es ist dumm, ein Dominanzverhalten zum Beispiel zu zeigen oder dass man sagt, dass Schwäche scheiße ist. Allerdings tut's mir leid, es gibt auch Frauen, die so etwas denken. Es gibt auch Frauen, die solche Verhaltensweisen nahe haben. Und warum werden die nicht kritisiert? Warum wird hier das Wort Männlichkeit hochgeschrieben? Es gibt auch andersgeschlechtliche Menschen, die eben auch solche Verhaltensweisen haben. Einen Kommentar darunter habe ich zum Beispiel gelesen, warum funktioniert toxische Weiblichkeit nicht? Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt diesen toxischen Mann mit seinen Verhaltensweisen, dann gibt ihr ihm weibliche, dann stellt ihr euch vor, dass er seinen Bartwuchs verliert und zum Beispiel Bartwuchs verliert und plötzlich weibliche Genitalien bekommt. Dann stellt euch vor, dass er plötzlich auch eine weibliche Vagina bekommt und so weiter und so fort. In Ergo, dass man eben auch dieselben Verhaltensweisen nur bei einer Frau erkennen kann. So. So. Wir gehen mal durch den ganzen Text durch. Also, erster Satz schon gesagt, warum toxische Femininität nicht funktioniert. Okay. Die Kolumne, wie gesagt, stammt von Nils Pickard, 4. August 2019. Ich werde euch einen Link in die Beschreibung packen, da könnt ihr diesen Artikel nochmal lesen. So. Und dort schreibt er, Meryl Streep hat genug. Die Schauspielikone stellt vor eigenen Worten klar, dass sie den Begriff toxische Maskulinität als kontraproduktiv hält, weil er heranwachsende Jungen verletze und eine Gesellschaftsdebatte einseitig auf das männliche Geschlecht verenge, obwohl sie im Grunde am toxischen Menschen liegt geht. Korrekt, genau das sehe ich auch so, dass dieser Begriff eben beschissen ist. Er existiert, aber es ist beschissen. Es hat doch keine Gleichberechtigung, wenn nur der Mann davon betroffen ist, beziehungsweise ein Mann davon betroffen wird. Denke ich zumindestens. So. Immunisierung gegen Kritik. Damit ist sie nicht alleine. Inzwischen werden sich die Debattenbeiträge, die sich zu einem gegen ein grundsätzliches Feindbild Mann verwahren und zu einem darauf hinweisen, dass es womöglich weniger mit Gleichberechtigung und mehr mit Herablassung zu tun haben könnte, wenn die Frau die Fähigkeit abgesprochen wird, sich toxisch zu verhalten. Ja, weiß nicht, wie das, wie, also das Ding ist halt einfach, ja, auch Frauen können sich toxisch verhalten. Im letzten Endes ist dieser Satz korrekt. Auch Frauen können sich toxisch verhalten. Warum wird ihnen die Fähigkeit abgesprochen? Ist dämlich. Komplett. Sorry. Alles, was hier drin steht, könnt ihr euch nochmal im genauen nachlesen. Im Grunde genommen
ist das ein sehr toxisch-feministischer Beitrag eines Menschen, wo ich nicht verstehe, wie. Bin ich ganz ehrlich, warum muss das so sein? Weil früher mal den Männern zugesprochen wurde, dass sie das, das und das machen müssen und den Frauen zugesprochen werden, dass sie das, das und das nicht machen müssen oder nicht machen könnten. Mittlerweile sind wir aber in einer Gesellschaftsform im 21. Jahrhundert, wo alles gleichberechtigt ist. Gleichberechtigung bedeutet auch im Großen und Ganzen, dass man eben, dass alle dasselbe machen könnten und können, mit Ausnahme der biologisch begründeten Fertigkeiten und Fähigkeiten. Und selbst da gibt es mittlerweile Wege, also jetzt nicht auf die Tage zum Beispiel der Frau hin betroffen oder auf einen gewissen, ja, auf ein gewisses, wie nennt man das denn? Die Tage könnten nicht passieren, die Schwangerschaft kann ein Mann nicht haben, das ist korrekt. Andererseits kann auch eine Frau keinen Spermafluss haben oder eben, keine Ahnung, Hodenverdrehung oder sonst was, irgendwelche Probleme, die der Mann nun mal hat. Ich persönlich bin ja von den meisten Problemen Gott sei Dank verschont geblieben, ja. Aber weiß ich, ich muss halt sagen, ich finde es nicht okay, wenn man den Begriff toxische Männlichkeit so verwendet. Ich finde es eher Bullshit und würde mich freuen, wenn der Begriff endlich aus der Welt geschafft wird. Und vielleicht ja auch ein sozusagen positiv bzw. ein geschlechtsneutraler Begriff dort Einzug findet. Zum Beispiel toxisches Dominanzverhalten als solche Problematik anzusehen. Nicht, dass ein Mann so ist, sondern dass es ein gewisses Dominanzverhalten ist. Da kann man jede Gruppe mit ansprechen. Frauen, Diversitäten oder auch Männer. Es ist doch egal, wer es jetzt letzten Endes ist. Toxische Dominanz oder toxisches Dominanzverhalten finde ich viel besser. Toxisches Verhalten, Stärkeverhalten zum Beispiel. Egal wie, aber man muss doch endlich mal verstehen, dass gewisse Dinge einfach nicht mehr so funktionieren, wie man das versucht hat, beziehungsweise dass einige Dinge einfach nicht mehr konform mit der Gesellschaft heutzutage sind. Ich hoffe, dass mein Sprachwirrwarr euch gefallen hat. Ich hoffe, das war so in Ordnung. Dies ist ein kurzes Video von mir, eurem K-Jump. Ich habe jetzt mein Logo eben nicht reingepackt, zumindest mein eines Logo nicht. Das ist mein anderes Logo, das ist die Familia. Wir sind eine kleine Demo-Gruppe, die eben auf linken, teilweise auch feministischen Demos hingeht. Also versteht mich nicht falsch, ich bin nicht gegen Feminismus, ich bin auch nicht gegen Frauen an sich oder gegen irgendwelche. Ich bin gegen das Patriarchat zum Beispiel auch. Ich bin ein Mann. Ich bin ein normaler weißer heterosexueller Cis-Mann, aber ich arbeite mit der Queer-Community zusammen. Ich arbeite viel mit linken Gruppen zusammen. Also versteht mich da nicht falsch. Ich bin kein Mensch, der irgendwie was dagegen hat. Aber ich bin ein Mensch, der dagegen hat, dass zum Beispiel auch die Männergruppe angegriffen wird, obwohl sie letzten Endes nichts dafür kann. Die meisten zumindest. Ja, es gibt bei uns in den Männern viel mehr Proleten und viel mehr Idioten, aber das sind wir nicht alle und deswegen würde ich sagen, ist dieser Begriff falsch in meinen Augen. Wenn ihr dieses Video seht und und eben eine Meinung dazu habt, dann bitte schreibt mir, bitte sagt mir das. Ich finde, eine vergiftete Weiblichkeit existiert genau wie eine toxische Männlichkeit. Aber das ist meine Meinung und dementsprechend würde ich sagen, es ist ein toxisches Verhalten einer Person und nicht toxisches Okay? Dankeschön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier ist euer K-Jump nochmal und versucht klar zu denken, locker zu bleiben. Gebt einem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter, wie ihr es auch findet. Bitte begründet eure Meinung, falls ihr eine andere habt als ich und falls ihr noch Fragen habt. Wird vielleicht noch ein zweites Video zu dem Thema toxische Männlichkeit kommen. Das ist übrigens ein spontan aufgenommenes Video, weil ich bin heute drauf gestoßen, gestern schon auf diesen Begriff und dachte mir so, das kann doch nicht wahr sein. Ich meine, heilige Scheiße. Aber so viel zum Thema, so viel zum Endcut der Videos. Normalerweise mache ich Gaming auf diesem Kanal, Gaming, aber auch Politik und News und vor allen Dingen sowas hier. Wenn euch sowas gefällt, gebt einen Daumen nach oben und hoffentlich sieht man sich das nächste Mal. Ciao.